hallo, ich bin Feline, ich bin von den Bloggern und ich bin hier mit Simone und John. Genau. So. Ihr seid ja beide Mitglieder in der Erwachsenenjury. Was seid ihr denn noch außerhalb davon? Also ich schreibe Drehbücher und Bücher, Kinderbücher. Und ich bin ja auch Illustrator. Cool. Und du? Ich bin auch Drehbuchautorin und ich mache ganz viel Kinderfernsehen. Finde ich beeindruckend. So. Dann ist ja eure Motivation hinter der Erwachsenenjury eigentlich relativ ersichtlich, wenn ihr beide in dem Beruf tätig seid. Aber was ist denn euer persönlicher Antrieb, dass ihr jetzt hier seid und die Filme kritisiert? Also kritisieren will ich die gar nicht so, sondern eigentlich kann man die meisten ja nur feiern. Und das ist eigentlich auch der Hauptantrieb. Also natürlich auch, weil wir gefragt worden sind. Aber ich wäre, glaube ich, auch sonst wiedergekommen, weil ich finde, dass hier in Lübeck immer unglaublich viele tolle Kinderfilme laufen bei den nordischen Filmtagen. Weil die Skandinavier und die Balten das irgendwie gut können. Ja, schön. Ich denke da an Astrid Lindgren. Und du? Ja, das stimmt. Das würde ich alles zustimmen. So ein paar Tage Lübeck und die schöne Stadt genießen und Filme gucken. Also was ist besser? Super. Dann gibt es tatsächlich eine klare Verbindung zwischen euren Berufen und jetzt hier der Jury. Ja. Habt ihr denn noch irgendwie so ein spezielles persönliches Interesse an den Filmen oder irgendwelche besonderen Richtungen, irgendwie Science Fiction oder doch beide Kinderfilme? Ich mag eigentlich alle Filme, die mich emotional bewegen und gerne auch aufwühlen. Und ich mag sehr gerne alles, was humorvoll ist. Also ob es jetzt Erwachsenen- oder Kinderzeug ist, das ist mir da eigentlich egal. Aber ich finde es toll, wenn es tolle Filme für Kinder gibt, weil es gibt ja gar nicht so viele. Ne? Mhm. Okay, gut. Also ich würde sagen, also Horrorfilme könnte ich nie anschauen, auch nicht als Kind. Also da habe ich eine ganz harte Grenze. Aber ansonsten alle Filme. Ich gucke mir ganz so breit aufgefächert. Ja, cool. Gibt es da noch besondere Herausforderungen bei euch in der Jury, ob es jetzt persönlich ist oder als Team, wo ihr manchmal an irgendwelche Herausforderungen und Challenges tretet? Nee, noch nicht. Nur im Moment. Wir sind nicht immer einer Meinung, muss ja auch nicht sein, aber wir sitzen da und quatschen dann über die Filme und was uns dann gut gefällt und was uns dann, ich glaube, man möchte bewegt werden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb man ins Kino geht. Und also zumindest für mich ist das so. Und da denke ich, da freue ich mich immer, wenn das passiert. Ja, genau. Ja. Also okay. Ich glaube, wir diskutieren, aber es ist ja auch wichtig, dass wir diskutieren. Wir sind ja extra drei Leute, denke ich, damit man auch sich auseinandersetzt über die Filme. Ne? Und damit man soll ja so eine Entscheidung dann auch nicht leichtfertig fällen. Das ist ja gut, dass man dann gemeinsam ringt darum, welchen finden wir jetzt als Gruppe am besten. So. Okay, und noch eine letzte Frage an euch beide. Welchen Film muss man denn jetzt eurer persönlichen Meinung nach mindestens einmal gesehen haben in seinem Leben? Also mein ganz persönlicher Favorit war immer Blade Runner. Mhm. Und auch die, nicht die Regiefassung. Also, okay, aber merke ich mir. Ja. Ich gehe mal auf Kinderfilm und also ich finde, man muss unbedingt gesehen haben Son of Rambo. Es ist ein britischer Film und das ist, finde ich, einer der allertollsten Kinderfilme. Den kann man sich auch sehr gut als Erwachsener angucken. Okay, supi. Dann war es das von meiner Seite. Dankeschön für das Interview. Gerne. Wenn ihr jetzt gerade noch in Lübeck seid, dann kommt doch gerne vorbei. Noch bis zum 5. November sind wir hier, ist das Festival der Nordischen Filmtage. Vielleicht sehen wir uns. Tschüss. Tschüss.